Hallo ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich habe schon wieder ein klein wenig Ding gekauft und soll ich euch schnell zeigen. Ich war ja heute in Dresden gewesen zur Körperweltenausstellung. Es war echt total interessant, also wirklich empfehlenswert, wer sich wirklich für sowas interessiert, medizinisches, wie die Muskeln aufgebaut sind, überhaupt wie der menschliche Körper so in Wirklichkeit aussieht, ist das echt eine verdammt tolle Sache. Die Ausstellung in Berlin soll noch größer und noch ja, sehenswerter sein, aber ich fand das, was jetzt in Dresden gezeigt wurde, auch schon echt total toll. Holt euch am besten, wenn ihr wirklich zu dieser Ausstellung fahrt, auch dieses komische Speaker-Teil da, dass ihr auch halt immer hören könnt, um was es da jetzt gerade geht, was ihr da seht, warum sie das so gemacht haben oder ja, wie auch immer, was ihr da halt wirklich gerade genau seht. Es war echt total interessant gewesen. Jedenfalls danach hatten wir noch kurz Zeit, bis der Zug wieder losgefahren ist. Und natürlich musste ich diese Zeit nutzen. Und war unter anderem bei Müller und in DM ganz schnell gewesen. Im Müller gab es endlich die 3-Meter-Theke von Essence. Und ich wusste ja schon ganz genau, was ich haben will, wenn es diese Theke endlich mal gibt. Und da habe ich mir zum einen das Face Kit und zum anderen das Brow Kit gekauft aus dieser Essence-Serie. Und ja, es ist halt total schön. Ja, also das ist dieses Face Kit. Da haben wir zum einen, haben wir da halt diese zwei Blushes und hier einmal was zum Konturen und zum Highlight ziehen. Also total toll, wenn man auch mal irgendwie unterwegs ist, ne? Voll schön, ich glaube so um die 5 € kostet eins. Und hier das für die Augenbrauen. Auch total toll, sogar mit Pinzette. Hätte ich gar nicht gedacht. Und halt den Applikator. Also richtig toll. Habe ich mich total gefreut, dass es das endlich gab. Ebenso habe ich mitgenommen von der Essence-Theke diesen Crystal Eyeliner. Der ja wechselt ja so die Farben. Ich versuche das mal hier so ein bisschen zu swatchen. Das wird man wahrscheinlich eher schlecht sehen. Also man sieht es ein ganz kleines bisschen. Es wechselt halt so die Farbe, ne? Total geil. Gibt es in 2 verschiedenen Farben. Ich habe mich so für den helleren mit so leicht Rosé-Anteil. Dann habe ich mir noch 2 Eyeshadows mitgenommen. So Creme-Lidschatten sind das ja. Auch 2 total tolle Farben. Einmal so ein schönes Alt-Rosa und einmal so ein Aprikot-Orange. Die genauen Farben sage ich euch gleich nochmal. Ich swatche euch das ganz schnell mal hier auf der Hand. Also die sind echt total ergiebig. Man braucht richtig wenig davon und halten auch dafür, dass die eigentlich so günstig sind, halten die echt mega. Also ich glaube, das sieht man halt ganz gut. Ne? Hier unten ist halt der Aprikotfarbene und hier ist so der Rosé. Ich gucke gerade mal. Der Aprikotfarbene ist die 05 China's Groove und der Roséfarbene ist die 03 Indians Lifestyle. Also voll die schönen Farben. Dann, es waren glaube ich noch 10 Minuten, bis der Zug abfährt und ich habe gesagt, ich muss zu DM, die LE, ich muss dahin von P2 und. Ich habe es noch gekriegt. Super, diesen Nagellack. Da habe ich mich so geärgert, dass ich den in Cottbus nicht mitgenommen habe. Ich fand den so toll und dachte so, ah, ich habe aber schon so viel Nagellack. Und dann habe ich das bei so vielen Ladies bei Instagram gesehen. Die haben sich damit lackiert. Und ich dachte mir nur so, oh, Puppi, du bist so blöd. Warum hast du den nicht mitgenommen? Ich habe ihn. Und natürlich habe ich mich auch total geärgert. Ich stand schon vor ihm. Das ist ja der Blush. Es soll ja ein Dupe zu einem High-End-Produkt sein. Ich glaube, von Benefit war es eins gewesen. Das ist die 020 Beach Fever. Und habe ich auch noch gekriegt. Bin ich total froh. So, als ich dann heute nach Hause gekommen bin, von dem tollen, erlebnisreichen Tag in Dresden, habe ich auch meine Bestellung von Kiko erhalten. Das zeige ich euch jetzt auch ganz schnell, was ich bestellt habe. Das sind zum einen wieder mal
Nagellacke. Zu denen sage ich euch nicht ganz so viel, weil das sind eigentlich Geschenke für zwei Freundinnen von mir, die jetzt bald Geburtstag haben. Die bekommen diese. Dann habe ich mir aus der Cupcake LE von Kiko diesen mintfarbenen genommen. Ja, mit Swatchen wird es jetzt ein bisschen schlecht. Aber Swatches seht ihr halt auch online oder halt auch im Kiko-Laden. Also wie gesagt, den habe ich mir mitgenommen. Das ist die 655. Zum anderen habe ich mir dann noch zwei ganz tolle Schätzchen aus der Rock Attraction LE geholt. Zum einen, also ich muss ja sagen, ich habe sie mehr wegen dem Aussehen gekauft, als unbedingt, ja, weil ich sie gebraucht habe. Meine brauchen tut man ja eigentlich sowieso nicht so viel, aber man muss es trotzdem haben. Da habe ich mir zum einen diesen, ach, ist ja nicht wunderschön, diesen Blush gekauft. Das ist die 02 Guitar Rose. Ich finde einfach dieses Design, das ist einfach der Hammer, oder? Also es ist halt, sieht wirklich aus wie so eine Jeans-Tasche hinten am Popo einer Hose. Finde ich voll genial. Und dann habe ich mir noch zum anderen, musste ich natürlich auch haben. Sorry, ist alles noch original verpackt. Habe ich mir dann noch zum anderen den dazugehörigen Bronzer. Ich finde einfach nur, dieses Design ist der Hammer. Und das ist die 01 Steady Honey. Ob ich diese beiden Produkte überhaupt verwende, boah, ich weiß es noch nicht, weil die sind einfach so schön. Dann habe ich mir noch ein Eyeshadow-Stick mitbestellt. Ich weiß auch gerade gar nicht. Ich bestelle bei Kiko halt. Boah, jetzt kommt das nicht raus. Ich bestelle bei Kiko auch ganz viel, wenn es gerade im Angebot ist, also im Sale. Also ich kann jetzt noch nicht mal sagen, ob das. Sorry, das war mein Handy-Akku. Ob das jetzt. Also aus der LE, das war definitiv normalpreisig. Aber ich glaube, der war jetzt. Hammerfarbe. So ein richtig geiles Blau-Türkis Eyeshadow Stick. Davon habe ich ja schon, ich glaube, zwei oder drei. Das ist jetzt die Nummer 11. Ich glaube, der war reduziert. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich weiß es nicht. Aber die sind richtig gut, die Eyeshadow Sticks von Kiko. Die kann man richtig toll verblenden und super Farbabgabe. Als Grundlage auch total toll. Und dann habe ich mir noch ein Lidschatten mitgenommen, der war definitiv reduziert, das weiß ich. Das ist so ein ganz tolles Blau und das ist die 136. Ja, das war meine kleine, aber feine Kiko-Bestellung und dann zeige ich euch noch ganz kurz nochmal genauer, was ich gestern auch noch am Rossmann gekauft hatte. Da, wie gesagt, da habe ich ja schon gepostet, dass es halt die neue Real Young Theke gab. Da habe ich mir halt noch aus der Cupcake LE den Blush mitgenommen. Ein Eyeshadow, die sind jetzt neu bei Revel Young. Das ist die 11 Vintage Love. Total tolles Design mit den Sternchen. Habe ich gleich auch noch einen für meine Schwester mitgenommen. Wie gesagt, ich fliege ja bald in Urlaub. Und die liebt Sternchen und habe ich ihr auch gleich einen mitgenommen. Dann habe ich mir von Maybelline einen Nude-Lippenstift. Das ist die 725 Tantalizing Tube. Auch eine richtig tolle, wie mache ich das denn hier oben? Auch eine richtig tolle Farbe. Also richtig schön dezent. Riechen tut er jetzt leider nicht so unbedingt. Ich mag das immer, wenn das riecht. Deswegen liebe ich ja Nüxen. Und dann habe ich mir von Fit Me, also da will ich mir definitiv noch das Dunkle davon holen. Das gab es leider bei uns im Rossmann nicht. Ich habe mir jetzt das Helle gekauft. Das nehme ich zum Highlighten für die Nase und. Ja, zum Highlighten halt hier unten. Ja, ihr wisst ja schon. Das ist jetzt die 120 Vanille. Den habe ich mir noch mitgenommen. Es gab jetzt auch gerade bei Maybelline 20% Rabatt. Deswegen durfte das mit. Noch aus der neuen Rivel Young Theke habe ich mir noch ein
Long-Lasting Eyeliner mitgenommen. Das ist die Farbe 05 Aquamarin. Das ist jetzt hier unten. Trage ich heute auch am unteren Augenlid. Und dann noch zum anderen noch ein normaler Kajal. Ich glaube, den gab es vorher auch schon. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Das ist, wo ist es denn jetzt hier unten? Das ist der hier. Und das ist die Farbe 20 Mint Green. Und den trage ich heute im inneren Augenwinkel mit einem Lidschatten, aber noch verstärkt. Und dann, worauf ich mich auch total gefreut habe, dass er endlich angekommen ist. Ah, ist er nicht schön. Ob ich ihn benutze, weiß ich auch noch nicht. Ihn gab es ja bei H&M. Ich musste jetzt echt ganz schön lange auf ihn warten. Er war zwischenzeitlich ausverkauft. Da habe ich schon gedacht, ich bekomme ihn gar nicht mehr. Aber dadurch, dass ich ihn zeitig genug bestellt hatte, haben sie mir ihn jetzt doch geschickt. Und der kam auch gestern. Ich habe mich total gefreut. Wie gesagt, ob ich ihn benutze, weiß ich auch noch nicht, weil dafür ist er einfach viel zu schön. Ja, ihr Lieben, ich habe mich versucht, ein bisschen zu beeilen. Ich kenne mich ja selber, ich mag selber nicht, wenn die Videos so elend lang sind. Und mein letztes Haul, das war ja echt ganz schön lang gewesen. Aber ich habe ja auch immer irgendwie viel eingekauft. Das muss jetzt auch ein Ende haben. Ich muss an den Urlaub denken. Ich muss eigentlich sparen für den Urlaub. Aber ihr wisst ja, wie es immer ist. Und ich kann bei Schminke immer so schlecht Nein sagen oder dran vorbeigehen. Und naja, gut. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Eure Puppi. Ciao.